Fürs Projekt haben wir ein konzeptionelles Modell entwickelt, das sich mit der Nutzungszufriedenheit, mit den ökologischen Effekten und mit dem Management von Freizeitnutzung auseinandersetzt. Die Nutzungszufriedenheit beschreibt zum einen erstmal, wie bestimmte Gewässereigenschaften dazu führen, dass ein Gewässer attraktiv ist. Das reguliert dann, wie viele Leute auch dahin kommen. Und je nachdem, wie die Besucherzahl ist, kann es halt passieren, dass wir eben bestimmte Nutzungspeaks haben und dann auch die Tragfähigkeit eines Gewässers so überschritten wird, dass wir uns bei der Ausübung der Aktivität, also beim Schwimmen, beim Paddeln, beim Angeln, nicht mehr wohlfühlen oder keinen Angelerfolg mehr haben. Und dann ist diese soziale Tragfähigkeit überschritten. Wenn wir das regulieren wollen, können wir zum Beispiel die Standorteigenschaften ändern. Wir können eine Slipanlage bauen oder Toilettenhäuschen oder einen Parkplatz sperren. Und dazu gibt es natürlich dann die Möglichkeiten, bestimmte Besucherstürme zu steuern, was wiederum dann den Standort, die Attraktivität des Standorts verändert. Ausgehend von dieser Tragfähigkeit können wir aber auch dann zum ökologischen Loop kommen. Da ist es so, dass wenn wir sehr viele Menschen haben, die zusammen an ein Gewässer kommen und dort dann die Ufervegetation zertreten, Brutvögel aufschrecken, wir haben Krach zum Beispiel, der Tiere verschreckt, dann kann es sein, dass durch diese Nutzung entweder vorübergehende, aber oder auch permanente Störungen der Ökosysteme entstehen. Und je nachdem, wie diese Nutzung sich zusammensetzen, kann der Effekt halt stärker oder weniger stark sein. Und das wird zum Beispiel über den ökologischen Zustand von Gewässern auch beschrieben. Wie leistungsfähig oder wie widerstandsfähig ist ein Gewässer? Und das wiederum sagt dann, ob die Tragfähigkeit überschritten ist oder unterschritten ist bei einer bestimmten Nutzung. Um das zu steuern, gibt es dann die Management Loop. Und da schaut man sich dann halt an, wie stark ist ein Gewässer geschädigt oder belastet durch die Freizeitnutzung? Wie kann man das durch Maßnahmen regulieren, zum Beispiel durch die Veränderung der Standorteigenschaften und darüber dann die Besucherzahlen steuern und dann auch sagen, okay, dadurch vermeiden wir solche Peak-Nutzung an bestimmten Tagen und reduzieren zum einen den ökologischen Effekt und steigern die Nutzungszufriedenheit von den Nutzern.